Moin, moin und hallo zusammen, der Sheriff mal wieder hier. Heute mit dem ersten offiziellen Battlefield 4 Video und wir wollen auch heute direkt durchstarten und ich möchte euch ein bisschen was zu den Jets erzählen. Das heißt, ich möchte euch ein paar Basics mitgeben, die man direkt am Anfang schon gut gebrauchen kann. Ein paar Dinge sind sicherlich dabei, die der ein oder andere sicherlich sowieso machen würde, aber ich bin sicher, dass viele, viele Leute was lernen werden und deshalb möchte ich euch direkt zu Anfang schon die Jets präsentieren. Einige von euch fragen sich sicherlich, warum ich denn da schon dazu in der Lage ist. Mit ein paar technischen Kniffe und Tricks war es jetzt schon möglich, ein paar Tage lang zu spielen. Das Ganze, ja, möchte ich jetzt nicht direkt in einem YouTube-Video sagen, denn ich weiß nicht genau, wie wasserdicht das Ganze ist und wie tolerant da EA ist, wenn ich das öffentlich verbreite. Aber ich bin sicher, dass der ein oder andere versierte User das sowieso schon drauf hatte. Also, wenn man da so ein bisschen sucht, dann findet man es auch. Okay, jetzt seht ihr natürlich schon im Gameplay schon hier schon einige Manöver und so weiter, die ich schon am Anfang geflogen bin. Das Ganze ist natürlich relativ ähnlich zu Battlefield 3, aber es gibt eindeutige Unterschiede und das möchte ich euch in diesem Video jetzt schon so ein bisschen mitgeben und ich bin sicher, ihr könnt davon einiges gebrauchen. In diesem Gameplay werdet ihr zwei verschiedene Jets sehen, beziehungsweise zwei verschiedene Jet-Typen, ist besser gesagt. Und das sind als allererstes erstmal die Attack-Jets, das sind die sogenannten Erdkampfflugzeuge. Diese Flugzeuge sollen in Battlefield 4 dafür sorgen, dass man dementsprechend gut Support zum Boden hingeben kann, dass man Panzer knacken kann, dass man verschiedene Bodenziele angreifen kann. Dafür hat man auch das Equipment dementsprechend. Und man ist halt dann dementsprechend nicht mehr so gut in der Luft unterwegs, man kann sich nicht mehr so gut wehren gegen andere Lufteinheiten. Viel besser gesagt, man ist nicht so gut im Dogfight, weil der Jet nämlich keinen Nachbrenner hat. Das heißt, man kann während dem Flug keinen zusätzlichen Geschwindigkeitsschub erzeugen und ist dementsprechend vor allen Dingen im vertikalen Dogfight ein wenig unterlegen und kann dementsprechend vor allen Dingen gegen die Stealth-Jets, zu denen wir jetzt gleich kommen werden, kann man nicht so gut bestehen, zumindest nicht beim Manövrieren. Als zweites, schon angedeutet, gibt es dann noch die Stealth-Jets und diese sind halt dafür da, dass man dementsprechend gegen die Luft was tun kann. Die haben Equipment dabei, was es einem erleichtern soll, gegen Helis, gegen Jets zu operieren, können mit dem Nachbrenner arbeiten und können dementsprechend in Dogfights normalerweise zumindest einen großen Vorteil davon ziehen und können sich in eine bessere Position manövrieren. Und das wesentlich leichter, da man dementsprechend den Nachbrenner einsetzen kann, um sich einen Geschwindigkeitsschub zu geben. Und man kann mit dem Nachbrenner dementsprechend gegen die Gravitation arbeiten und kann den Jet auf der Geschwindigkeit halten, die notwendig ist. Auf der anderen Seite können die Stealth-Jets nicht besonders viel gegen den Boden machen. Und das ist besonders am Anfang so. Die normale Bordkanone macht fast keinen Schaden gegen Bodenziele, dazu später mehr. Man kann dafür halt nur kaum Schaden gegen Panzer und ähnliche Objekte verursachen. Das heißt, man ist beschränkt einsatzfähig in Richtung Boden. Könnte sein, dass sich das im späteren Verlauf noch ändert. Also da müssen wir mal gespannt sein. Natürlich gibt es auch wieder viele verschiedene Unlocks für den Jet. Das heißt, wenn man Punkte macht, schaltet man nach und nach neues Equipment für den Jet frei. Diesmal ist das Ganze ein bisschen anders gestaltet als in Battlefield 3. Dort waren alle Jets zu einem Unlock-Tree, so nennt sich sowas, zusammengefasst. Das heißt, man schaltet sozusagen für zwei verschiedene Jet-Typen auch zwei verschiedene Sätze von Equipment frei. In dem Fall ist das genau nach Jet-Typ halt getrennt. Die Stealth-Jets haben einen eigenen Unlock-Tree und die Attack-Jets haben natürlich auch dann einen eigenen Unlock-Tree. Und da gibt es verschiedene Equipments und die möchte ich euch ein bisschen präsentieren. Für einen ganzen Service-Star, für die Attack-Jets, braucht man nun 27.000 Punkte, dann hat man alles Equipment freigeschaltet und bekommt seinen ersten Service-Star. Als allererstes schaltet man bei 3.000 Punkte das Stealth-Coating frei. Das sorgt dafür, dass Waffen, die auf einen gerichtet werden, also Lock-On-Waffen, dass diese länger benötigen, um den Jet zu erfassen und Raketen auf einen Jet abzuschießen. Kann also relativ praktisch sein. Als zweites schaltet man die Heatseeker frei, die sollten ja relativ bekannt sein. Man schießt die einfach nur auf Luftziele ab und die verfolgen normalerweise automatisch ihr Ziel. Eine Besonderheit ist es in Battlefield 3, dass man den Lock-On, wenn man also einen Feind erfasst hat, diesen Lock-On bis zum Einschlag der Raketen aufrechterhalten muss. Ansonsten fliegen die Raketen vorbei bzw. detonieren neben dem Jet oder neben dem Heli und verursachen halt weniger oder hat sogar gar keinen Schaden. Als drittes haben wir hier den Proximity Scan, für mich ein ziemlich nutzloses Upgrade, deckt in der Umgebung Feinde auf, das heißt,
in der näheren Umgebung des Jets deckt es halt dementsprechend Gegner auf der Karte auf. Man ist halt im Jet normalerweise relativ schnell unterwegs. Das heißt, wenn man ein Ziel am Boden halt kurz auf der Karte aufdeckt, ist das für mich nicht sonderlich praktisch. Wird wahrscheinlich bei mir nie in einem Jet landen. Bin mal gespannt, vielleicht funktioniert es ja doch ein ganz klein wenig anders als in Battlefield 3. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Dann haben wir als nächstes hier die Hydra-Raketen, die Hydra-Rockets, funktionieren im Großen und Ganzen so ähnlich wie in Battlefield 3, sind also ganz normale Rocket-Pods, streuen aber in dem Spiel ein bisschen mehr und was ganz, ganz wichtig ist, man hat kein I-Beam, also ein bisschen komisch das Ganze. Als nächstes haben wir den ECM-Jammer, der schaltet sich bei 15.000 Punkten frei und funktioniert identisch zu Battlefield 3. Man aktiviert ihn und man ist vor sämtlichen feindlichen Waffensystemen für eine gewisse Zeit sicher. Als nächstes haben wir den Fire Extinguisher und der löscht halt dementsprechend einen Jet, der disabled ist, und man kann also wieder weiterfliegen. Die Autoheilung setzt sich wieder fort und man verbrennt halt nicht zwangsweise, wenn man einmal am Fackeln ist. Der Disable bzw. der Brandeffekt, so nenne ich es jetzt einfach mal, der setzt übrigens jetzt bei 10 HP ein und nicht mehr bei 34%. Dann haben wir ein sehr interessantes Upgrade und das ist die TV-Rakete. Tja, ihr habt richtig gehört, eine TV-Rakete für den Jet. Es ist wirklich unglaublich. Ich meine, ich habe das Ding jetzt ein paar Mal probiert. Ich möchte die Bewertung später durchführen. Aber es ist extrem fummelig. Es funktioniert im Prinzip ähnlich wie Battlefield 3, hat aber ein paar gravierende Nachteile. Später dazu mehr. Dann haben wir hier noch den Beltfeeder. Den schaltet man bei 24.000 Punkte frei. Sorgt dafür, dass man seine Waffensysteme schneller nachladen kann. Und zu guter Letzt, und damit sind wir am Ende, die JDAM-Bombe. Diese ist wirklich ungerichtet, das heißt, man kann eine Bombe ausklinken aus dem Jet, die fällt auf den Boden, man hat so eine Zielhilfe, ihr seht es in den Videos, ich werde es hier drunter kleben, denke ich mal. Und ja, man kann damit halt ganz ungezielt irgendwelche Bomben durch die Gegend werfen. Habe ich bisher noch nicht gewinnbringend anwenden können, später dazu mehr im Video. Dann kommen wir zu den Stealth-Jets. Ich ziele jetzt einfach mal auf, was es auch im Stealth-Jet als Unlock gibt. Das ist der Beltfeeder, das heißt schneller nachladen. Der Proximity-Scan, den gibt es natürlich auch. Den ECM-Jammer kann man auch im Verlauf freischalten. Den Extinguisher kann man auch, den Feuerlöscher kann man auch freischalten. Und das Stealth-Coating ebenfalls. Eine Besonderheit für den Stealth-Jet sind in dem Falle die passiven Raketen, also Passive Radar heißen die im Englischen hier, sind im Prinzip Heatseeker. Ich glaube, die funktionieren tendenziell ein wenig anders als die Heatseeker des Bombers, bzw. des Erdkampfflugzeuges, bzw. des Attack Jets. Aber so genau weiß ich noch nicht, die habe ich noch nicht viel ausprobieren können. Dann haben wir hier noch die 25mm Munition. Die stelle ich mir im Prinzip vor wie so ein Zwischending zwischen dem Standard-MG des Jets, also das vorinstallierte MG, und der 30mm Kanone, die man auch noch später freischalten kann. Dann haben wir als weiteren Punkt die Laser-Guided Missiles. Kann man sich im Großen und Ganzen vorstellen, wie die Raketen, die es auch in Battlefield 3 gibt. Man bekommt eine andere Sicht, man versucht irgendwelche gepanzerten Ziele zu erfassen, muss die erfassen, abschießen und dann sollte die Rakete ihr Ziel treffen. Besonderheit ist hier auch, man muss das Ziel erfasst halten, damit man zuverlässig trifft. Als nächsten Punkt haben wir noch die 30mm Kanone. Die ist mit dem MG der Attack Jets identisch und macht dementsprechend sehr, sehr viel Schaden gegen Panzer. Könnte mir vorstellen, dass das irgendwann mal das MG der Wahl wird. Könnte mir aber auch vorstellen, dass in der Zusammenstellung die Munition hier in diesem Jet dafür begrenzt ist. Als weitere letzte Besonderheit haben wir die Active Radar Raketen. Wie genau die funktionieren, weiß ich nicht. Ich vermute, sie sind Fire and Forget. Das heißt, man schießt sie ab und sie verfolgen ihr Ziel, ohne dass man das Ziel aktiv erfasst haben muss. So, jetzt habe ich euch ein bisschen erschlagen mit jede Menge Informationen. Ich hoffe, es war hilfreich. Jetzt möchte ich vielleicht noch mal ein paar Eindrücke insgesamt über das Jetfliegen loswerden. Und zwar auffällig ist, dass die Kamera halt einfach extrem gewöhnungsbedürftig nah an einem Jet klebt und dass die Kamera an der horizontalen Achse befestigt ist. Das heißt, die Kamera dreht sich immer mit dem Jet mit. Das seht ihr auch selber in dem Video, ist extrem gewöhnungsbedürftig. Die Orientierung fällt da extrem schwer. Und dazu kommt noch, dass der Jet nun ein vorinstalliertes Air-Radar hat. Man muss also nichts mehr freischalten.
Und das ist aber extrem unübersichtlich. Das heißt, man braucht extrem lange, um einen Jet zu finden. Keine Ahnung, vielleicht ist es natürlich auch mit ein bisschen Gewöhnung getan und irgendwann hat man dann mal den Kniff raus, wo jetzt der gegnerische Jet sich im Raum befindet. Aber bisher habe ich damit noch extreme Probleme, denn das Air-Radar funktioniert jetzt ein bisschen anders und also extrem schwierig. Wird man vielleicht dann letztendlich sich dran gewöhnen. Aber besonders die Kamera sorgt dafür, dass man halt besonders wenig Übersicht hat, dass man, ich habe am Anfang besonders ein leichtes Übelkeitsgefühl gehabt, also ich habe Orientierungsschwierigkeiten gehabt, also da musste ich erstmal so eine Stunde fliegen, bevor das komplett verschwunden ist und ich mich dran gewöhnt habe. Also wirklich extrem fummelig, wie ich finde, nicht so günstig. Das nächste, was mir aufgefallen war, dass der Schaden des Stealth-Jets gegen sämtliche Ziele, egal was, extrem gering war. Ihr seht das in den Videos, wenn ich mal einen Jet angegriffen habe und getroffen habe. Man sieht ja immer die Prozentzahlen, die man Schaden gemacht hat, unten an den Punkten. Und die sind halt relativ klein. Und wenn ich halt im Dogfight eigentlich hinter einem Jet hänge, der unterlegen ist, brauche ich extrem lange, um den mir zu holen. Das gleiche gilt dann besonders für Bodenziele. Okay, das kann ich zum Teil verstehen, dass man gegen Bodenziele nicht besonders viel Schaden macht. Das Problem ist aber, dass selbst gegen leicht gepanzerte Ziele, zum Beispiel ein Boot von oben ist normalerweise nicht besonders gut gepanzert und ihr seht es teilweise hier in den Videos, 1-2% Schaden pro Anflug, das ist ein bisschen wenig. Also da muss ich wirklich sagen, das ist extrem schwer, dort ein paar Punkte zu machen. Ich habe wirklich eigentlich relativ, ja nicht viel gespielt, aber ein paar Minuten und ja doch, wirklich ein paar Minuten habe ich gespielt. Und habe auch alles Mögliche getroffen, habe halt dementsprechend nur keinen Schaden verursacht. Man wird gezwungen, die Heatseeker zu benutzen, mit denen trifft man dann wenigstens ein bisschen was. Finde ich aber nicht so ideal, ich möchte auch gerne meinen Jet MG einsetzen können, also ist ein bisschen komisch. Wichtig zu erwähnen in dem Zusammenhang mit Flares und mit ECM und so weiter, das heißt Raketen, die auf einen abgeschossen werden, dass man nun einen 30-sekündigen Cooldown hat, bei dem ECM und bei den Flares. Das bedeutet, man muss nun extrem vorsichtig sein, wenn man einmal beschossen wurde, dass man kein zweites Mal beschossen wird. Ich weiß, wenn man getroffen wird, setzt kurz dieser Disable-Effekt ein. Das ist nicht mehr so wie in Battlefield 3, dass man nun permanent disabled ist, sondern wenn eine Rakete trifft, kann es dazu kommen, dass man so einen Immobilize-Hit hat. Das heißt, man kann kurz sich nicht mehr frei im Raum bewegen, man fliegt so ein bisschen träge geradeaus und wenn man dann Richtung Boden fliegt, kann man den Jet auch nicht mehr auffangen und nichts, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber wenn man das überstanden hat, dann regeneriert sich der Jet halt vollständig, man kann wieder sich normal bewegen und anschließend regeneriert sich dann auch die Gesundheit. Das heißt, es funktioniert alles ein bisschen anders und man muss ein bisschen vorsichtiger sein. Gleichzeitig hat man dann aber einen Vorteil, dass man halt nicht komplett disabled ist. Also da muss ein bisschen abgewartet werden, wie das balancemäßig ausschaut. Dann möchte ich noch kurz erwähnen, die TV-Rakete, die JDAM-Raketen und die Guided Rockets sind alles Waffensysteme für den Attack-Jet, die ein bisschen fragwürdig funktionieren. Denn die TV-Rakete hat immer natürlich den Vorteil, man trifft, wenn man Ziele trifft, macht man ordentlich Schaden. Kein One-Shot-Kill übrigens auf Helis und auf Jets, kein One-Shot-Kill für die TV-Rakete. Und gleichzeitig, während man halt in der TV-Rakete steckt, ist der Jet hinter einem, also quasi wo man drin sitzt, wehrlos. Man fliegt mit der Rakete durch die Gegend und der Jet eiert wehrlos durch den Raum, ist extrem gewöhnungsbedürftig und währenddessen ist man wirklich leichtes Futter für alles Mögliche, was da auch noch rumfliegt, muss man also extrem vorsichtig einsetzen. Nicht ganz so wehrlos, aber immer noch ein bisschen abgelenkt ist man beim Abwurf von JDAM-Bomben. Diese sind ungelenkt, mit denen habe ich übrigens noch gar nichts getroffen, selbst wenn ihr diese Zielvorrichtung exakt auf Panzer war. Nichts getroffen, kein Hitmarker und nichts. Und dementsprechend hängt man aber auch in dieser Sicht drin und man sieht nicht, was um einen rum passiert. Extrem gefährlich das Ganze. Das gleiche gilt für Guided Rocket, die funktionieren halt wie bisher auch. Man wechselt in diese zweite Ansicht und schießt die ab. Also da ist bisher auch, dass man halt dementsprechend abgelenkt ist von dem Auflockprozess und man kann währenddessen Luftraum nicht beobachten. Ist für mich keine Option. Ich werde auf jeden Fall für den Augenblick wieder auf Rocketpods wechseln, halte aber insgesamt die ganze Lage im Auge. Stichwort Rocketpods, die funktionieren ja auch nur ein bisschen anders, streuen ein bisschen mehr, sind nicht mehr so präzise und vor allen Dingen, man hat im Cockpit kein I-Beam mehr. Das ist extrem gewöhnungsbedürftig für alle, die in Battlefield 3 geflogen sind, ob Heli oder Jet, die kennen den sogenannten I-Beam, also dieses freischwebende I neben dem Fadenkreuz und das ist weg. Jetzt ist es nur noch so ein komischer Kreis und man weiß nicht genau, wenn man den Jet irgendwie im Raum bewegt,
ob die Raketen wegdriften werden oder nicht. Also ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich weiß nicht genau, ob man das noch einschätzen kann mal irgendwann oder ob das iBeam vielleicht von den Programmierern bisher noch nicht integriert wurde, ob das mit einem Patch kommt. Ich weiß es noch nicht. So viel habe ich auch noch nicht gespielt, kann ich noch nicht beurteilen, fehlt aber. Und als letzter Punkt möchte ich euch hier noch die Geschwindigkeit mitgeben. Die ist immer noch bei 300, 310, scheint nun nicht mehr so wichtig zu sein. Manövrieren scheint für den Augenblick etwas wichtiger geworden zu sein. Das heißt wichtiger geworden, aber steht mehr im Fokus. Die Geschwindigkeit ist jetzt mehr so ein Bereich, aber möchte ich mich auch noch nicht festlegen. Ich denke mal, irgendwann werden da sich Cracks festlegen und werden sagen, das und das ist die richtige Geschwindigkeit oder in der Situation ist folgende Geschwindigkeit am besten. Das wird man alles noch abwarten müssen, aber für den Start, für euch 300, 310, damit fahrt ihr super klasse. So, das war's für dieses Video, war auch wieder lang genug. Ich hoffe, es hat euch weitergebracht für den Start in Battlefield 4, zumindest für den Jet. Es folgen in den nächsten Tagen noch Videos über dies und das, ich weiß noch gar nicht genau. Jet-Guides sind auf jeden Fall angedacht und auch in der kompletten Komplexität, wie ihr das von mir gewohnt seid, werden aber natürlich in die Zukunft gesetzt, denn ich möchte auf jeden Fall erstmal verschiedene Sachen ausgetestet haben, möchte andere Leute sehen und möchte auch deren Meinung hören zu den Jets, wie sie sie ausrüsten, wie sie vorgehen im Dogfight. Alles das hat vor meinen ursprünglichen Jet Guides für Battlefield 3 stattgefunden, das habt ihr noch nicht mitbekommen, da gab es mich auf YouTube einfach noch nicht und dementsprechend werde ich mir ein bisschen Zeit lassen und wenn ich mir irgendwann sicher bin, das ist jetzt ein Paket, mit dem ich was anfangen kann, der werde ich mich an die ersten Guides setzen und halte mir auch dort die Option offen. Sollte es irgendwann mal Änderungen geben, dann werde ich aktualisierte Guides raushauen, das heißt, dass man halt dementsprechend immer die aktuellsten Informationen am Start hat. So, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, ich bin raus. Bis dahin. Ciao, ciao.